Tja, lieber Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Was macht der Architekt, wenn kein Platz ist für ein Portal? Samstag, 28. September, hier am neuen Museumsplatz 1, Folkwang Museum in Essen. Dann baut er solch eine längs verlaufende Rampe und hier kann man die Sonne sehen. Tja, wer hätte das gedacht? Folkwang Museum Essen. Ich bin sehr beeindruckt von dem Bau, wirklich. Meine Architekturvorstellungen sind immer mit Vorsicht zu genießen, denn ich weiß wenig von der Benutzung im Alltagsleben für die Benutzer. Ja? Welche Probleme hat der Hausmeister mit der Feuchtigkeit oder was weiß ich, wo rutschen die Leute aus und die Versicherungen müssen also Genickbrüche bezahlen. Folkwang Museum Essen 2012 eingeweiht, das ist das größte Museumsprojekt, das die Bertolt Beitz Stiftung, Krupp Stiftung, Bertolt Beitz als quasi Patron je finanziert haben, ein Riesending und das ist wirklich ein toller Bau. Ich habe auch einen Grundriss davon gesehen, das ist alles sinnvoll gegliedert. Hier das neue Museum Folkwang, während das alte, wie gesagt, mit seinem Platz ja nicht mehr auskam. Ich möchte hier jetzt kurz reingehen und ein paar Perspektiven zeigen, insbesondere das Licht und die Durchlässigkeit dieses Baues. Hier ist Eingang ziehen. Ach, sieht schon mal von selbst. Das hier mit roter Leuchtschrift, der Kamera, da ist das Gebäude, wird Video überwacht. So, hier ist nämlich die Ausstellung von Thomas Schütte, die ich gerade eben aufgenommen habe. Also das ist hier der mittlere Empfangs- und Rezeptionsraum. Da ist Bibliothek. Da sind Verwaltungsräume. Hier sind Garderoben und Durchblicke. So, die haben also im Grunde genommen ganz wenig Platz gehabt. Und aus diesem keinen Platz haben, haben sie wirklich optimale Weite und Großzügigkeit gemacht. Hier ist eine ständige Sammlung. Museum Folkwang. Das ist also vor anderthalb Jahren erst eröffnet, eingeweiht worden. Und hier, es gibt drinnen wie draußen diese Gastronomieräume. Also man tritt hier rein und hat dann hier so eine Art Billboard-Ankündigung. There are some who are in darkness. Es gibt Leute, die im Dunkeln sind. Hier kann man Kataloge kaufen und hier ist wieder ein wunderbarer Durchblick. Und so, mit diesem Hausdruck auf dieser Ebene, bietet sich das an, dass man wirklich, da ist seine Frau aus der Frauenausstellung. Also Sie haben hier Wechselausstellungen, Sammlung des 20. Jahrhunderts, fotografische Sammlung, Sammlung des 19. Jahrhunderts, Bildung und Vermittlung, Kunstring Folkwang. Dann Veranstaltungsräume, Hirschlandsaal, Gartensaal, Zugang, Karl-Ernst-Osthaus-Saal. Und hier ist sozusagen die schematische Grundrissdarstellung, wo die Toiletten und solche Einrichtungen, Garderobe, das ist auch eine schöne Demonstration, dass man den Klang der Füße hier hört. So, da ist Exit. So, ich kann wirklich nur jeden, der heutige Museumsbauten benutzt, einladen, der das hier nicht kennt, herzukommen. Folkwang Museum von dem Architekten Chipperfield und letztlich finanziert von der Krupp Stiftung. Hier ist es natürlich auch alles sozusagen mit solchen behinderten Hilfswegen und so weiter. Tja, ich danke für den Aufruf. Essen, Folkwang Museum.
und kann jetzt vielleicht noch ganz kurz sagen, ich habe heute aus diesen Zeitungen nichts Vernünftiges, die Deutsche Zeitung, da wird über Kinder leben in ihrer eigenen Welt, Klimaforscher schlagen Alarm als Hauptüberschrift. Mensch, noch ein bisschen. Ist schon zu Ende. Also, jetzt schließt das Haus und ich habe hier noch die Überschrift: Weltklima warnt weiter vor steigendem Meeresspiegel. Ich kann auch sagen, dass die SPD auf ihrer Versammlung beschlossen hat, in die Große Koalition zu gehen. Gleichzeitig hat der Kandidat Steinbrück gesagt, da macht er nun nicht mehr mit. Gehen Sie ruhig durch. Und ansonsten ist mein Thema des Tages hier das Essener Wolfgangmuseum, der Neubau, Chipperfield und die Ausstellung von Frauen, von 18 großen Frauenfiguren von Thomas Schütte. Und eigentlich ist vielleicht noch zu sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit hier ja unterschiedliche Schlagrichtungen hat und eben nicht permanent nur sich am Tagesgeschehen hochzieht. Die Idee, dass angeblich Russland und Amerika ein UNO-Papier für Syrien fertig hat, das alles halte ich jetzt im Moment nicht für diskutabel. Danke für den Aufruf. Wiedersehen.